Moin, moin und herzlich willkommen zum spontanen Livestream mit Hellion, ein Space Survival Game im Early Access. Und ja, ich wollte es vor einer Weile schon mal testen. Da war wohl gerade irgendwie großer Amazon-Ausfall. Und jetzt gucke ich gerade, ich glaube, Hellion ist auch direkt eingefroren. Ehrlich jetzt? Das wäre ja traurig. So, einen kurzen Moment. Doch, da ist es, da ist es, da kommt es. Es hat sich plötzlich wieder bewegt. Wartet, gebt ihm noch einen Moment. So, ist halt alles Early Access und Alpha. Es hat für einen kurzen Moment gezuckt, also hoffe ich, dass es gleich nochmal zuckt. Und es dann weitergeht, sonst muss ich es einmal neu starten. Ja, wie gesagt, ich wollte es vor ja, gut 2, 3 Wochen schon mal testen, musste dann aber feststellen, dass es leider, leider von dem Amazon-Ausfall betroffen war. Na, passiert was? Nein, irgendwie passiert nichts. Und die Online-Server irgendwie nicht ging. Ich glaube, ich muss das Spiel einmal kurz neu starten. Ihr geht jetzt mal kurz in die Warteschleife. Einen Moment. So. Ja, wie gesagt, da ging dann irgendwie nichts von den Online-Servern. Ich hoffe, das geht heute nicht direkt wieder so los, sondern dass wir es diesmal ein bisschen schöner hinbekommen. Wie gesagt, realistische Grafik, Space Survival, mehr weiß ich noch nicht. Hat eigentlich so von den ersten Schlagwörtern her alles, was man so haben will. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich es auch zum Laufen bekomme. Ich hatte es eben testweise an, da war alles gut. Und jetzt war nicht mehr alles gut. Schauen wir mal, ob es diesmal klappt. So, das sieht gar nicht so schlecht aus. Diesmal bewegt sich auch was. Ich traue mich mal kurz rauszutappen und wieder überzublenden. So, und es ist wieder weg. Ich glaube, ich muss euch direkt mit reinnehmen und dann ist das große Geheimnis, auf welchem Server ich spiele, wahrscheinlich keines mehr. Das scheint an der Aufnahme zu liegen. So, ich muss es nochmal kurz neu starten, dann lasse ich euch einfach mitlaufen und dann müsste es eigentlich funktionieren. Wenn mich dann jemand besuchen kommt, ist das halt so. Damit kann ich total leben. So, das heißt, wir machen jetzt mal direkt die Überblendung an. So, und probieren mal unser Glück, ob es jetzt sauber durchläuft. So, zweiter Versuch. Ich schmeiß den Vorspann mal direkt weg. So, und wir gucken mal, dass wir uns dann direkt auf einen Server verbinden. Hier kommt auch die große, es ist alles Early Access, alles ist fürchterlich. Bitte vertraue diesem Spiel nur so weit, wie du es werfen kannst, Ding. Und wir nehmen Frankfurt 6, also falls jemand Hellion installiert hat und mal gucken möchte. Ich bin auf Frankfurt 6 und sterbe da wahrscheinlich elendig vor mich hin. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich es schaffe, aus der Kapsel rauszukommen, ohne mir alle Knochen zu brechen. So, das sieht aber jetzt mal gar nicht. Kurze Ladeinterferenzen. So, ich starte in so einer Kryokapsel. So, und jetzt gucken wir mal, was so passiert. Also, ich hatte mir zumindest schon mal die Steuerungsbefehle angeguckt, beziehungsweise steht da auch ein bisschen was. F to interact. Ich interacte mal und meine Kapsel geht auf. So, ich habe formschöne, fingerfreie Handschuhe an. Ja, und jetzt einmal Hallo an alle, die da sind. Hallo auch an Emo Jack. Ich hoffe, du hast jetzt nicht wegen mir aufgehört. Du darfst gerne trotzdem weiter streamen. Das sind meine Füße. Und das ist Hellion so auf den ersten Blick. Ich bin geblendet ein wenig von dem Licht. Es sieht auf jeden Fall anders aus als Kerbal Space Program. So viel kann ich schon mal sagen. Und jetzt schauen wir mal. Alt-Corp Emergency Protocols. Ich würde sagen, da gucken wir noch mal drauf. This manual is intended for emergency situations. Okay, where the superior officer is unavailable. It contains basic safety instructions and latest protocols for operating MK2 Hibernation Module according to Alter Corporation Safety Regulations. Okay, das sind so Notfallprotokolle, wenn kein Offizier da ist. Ich soll Safety Procedure check pressure and air quality and put on safety equipment. AC, MK9 Pressure Suit, Helmet und Maneuvering Pack. Okay, ich soll einen Raumanzug scheinbar anlegen. Dann soll ich prüfen, ob alles voll ist. Replace as needed. Deploy Solar Panels. Activate Capacitator. Life Support System. Und übers Airlock aussteigen. Okay, ich glaube, das sind so Sachen, die kriege ich hin. Wie kriege ich das jetzt wieder weg? Warte mal, irgendwie kann man ins.
Tab ist, glaube ich, das Inventar. Emergency Protocols. Ah, okay. Einfach wegwerfen. So, ich bin hier in irgendeinem Gerät drin. Das sieht aus wie eine... Autsch. Irgendwie ist hier plötzlich Schwerelosigkeit. Aua. Okay, das hat schon mal richtig gut funktioniert. Ich schwebe in der Gegend rum. Okay, das scheint so eine Art Luftschleuse zu sein. Und es scheint vor allen Dingen auch keine Gravitation zu haben. Okay, das habe ich schon mal überlebt. Okay, ich glaube, ich gehe mir erstmal der Sicherheitsprozedur folgenden Raumanzug besorgen. Das geht sonst ziemlich schnell schief. Okay, viele lustige Tafeln. Environmental Control. Aha, Disabled Life Support prevents air pumping in the current room. Air filtering off standby, pressure regulation off standby, temperature regulation is unavailable. Was ist denn da drin? Aha. Was ist das? Ein Small Medpack. Das ist ja schön. Ach, kann ich sogar wieder zurückstecken. Okay, also Medpacks haben wir schon mal. Was ist das hier? Eine Recharge Station for Rifle, Battery or Jetpacks. Okay, hier kann man sich wieder aufladen. Das sieht wie eine Kiste aus, als alter RPG-Spieler. Ah, Dinge. Airfilter-Unit. Okay, das ist auch schon mal nicht schlecht. Wahrscheinlich muss ich das hier irgendwie reparieren. Oh, was ist das? Ich drück mal irgendwie... Nee, warte. Bevor ich Knöpfe drücke, suche ich meinen Raumanzug. Was ist das hier drin? Kann man da reingucken? Nee, kann man nicht. Okay. Ammo-Supply. Was ist da drin? Auch wieder irgendwas. Ein Magazin. Sehr schön, mit 20 Schuss. Fehlt ja nur noch eine Waffe. Die sind wohl scheinbar schon weg. Da steht aber nochmal ein Medpack rum. Okay. Ich rate mal, was hier drin ist. Ah, Raumanzüge. Sehr schön. Okay. Irgendwie ein Frosch im Hals heute. So, das ist ein Raumanzug. Air to equip. Zack. Und equipped. Was ist jetzt passiert? Man weiß es nicht. Irgendwas ist passiert. Auf jeden Fall. Und ich glaube, mein Overlay ist unter dem Spiel und ich traue mich nicht rauszutappen, sonst geht es wahrscheinlich gleich wieder kaputt. Und sieht man den Chat? Wahrscheinlich sieht man auch den Chat nicht, oder? Seht ihr den Chat? Weil noch ist nicht viel passiert. Dann muss ich, glaube ich, mal die Alerts durchsortieren. Ich traue mich jetzt mal nochmal rauszutappen, weil noch ist nicht viel passiert. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen mein Kram durcheinander sortiert. So, jetzt sollte das hoffentlich auch passen. Und, oh, guck mal, das Spiel hat es überlebt. Sehr schön. Jetzt müsstet ihr auch einen Chat sehen, oder? Wartet mal. Ach nee, ich muss die Zähne nochmal überblenden. Oh, nur Probleme. So, zack. Jetzt müsste es besser sein. So, jetzt müsstet ihr auch den Chat sehen und jetzt kommen wahrscheinlich auch die Alerts. Ja, sorry, das kommt davon, wenn man spontan streamt und mal schnell die Sachen zusammenfummelt und nicht aufpasst. So, einen Helm gibt's auch. Hold air to equip. Zack, Helm auf den Kopf. Oh. Warte mal, den konnte man irgendwie... Ja, so, genau. So, Helm erstmal wieder auf. Wir haben ja hier drinne Luft und ein Jetpack. Und auch das legen wir uns erstmal an. So. Jetzt sind wir voll ausgerüstet. Ach, guck mal, jetzt haben wir auch so Taschen. Mal gucken, vielleicht kann man jetzt Sachen einpacken. Oh, das ist direkt weg. Okay, wir haben ein 20-Schuss-Magazin. Oder was stand da drauf vorhin? Ha, Standard-Teflon. Antipersonalrunden. Oh, hier steht noch was. EVA-Protokolls. Das sollten wir vielleicht auch mal lesen. Put on Standard Eva Equipment. Inspect Proteus H. Okay, es gibt scheinbar noch anderes Eva Zeugs. Aha. RCS Stabilization. Okay, alles klar. Also, man soll alles testen, bevor man es probiert. Okay, da unten scheint aber noch ein Fach zu sein. Mal gucken, was da drin ist. Nix. Meatpack nehmen wir mal mit. Kann man ja immer mal brauchen. Und hierhin waren noch welche. Wer weiß, wofür die mal gut sein werden. Oh, jetzt ist, glaube ich, das Inventar voll. Jetzt kann ich mal testen. Ich würde jetzt vermuten, linke Maustaste aktiviert das Medpack. Gut geraten. Ha,
Ist wie ein richtiges Spiel. Okay, das haben wir. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir sammeln mal das hier ein. Das hat bestimmt irgendeine Bewandtnis. Vielleicht muss ich irgendwas reparieren oder so. Was ist das? Ein Ohrkanister. Okay, nehmen wir auch mal mit. Also scheinbar kann man irgendwas abbauen. Ach Gott, überall Licht. Servomotoren, ER-Prozessor. Ist aber fies helles Licht. Okay, wir gucken mal, was es hier drin gibt. Hier drin gibt es Dinger. Was war das jetzt? Hier, CO2-Filter. Servomotoren. Kann man irgendwas mit bedienen, scheinbar. Und im Ohrkanister kann man Ressourcen wahrscheinlich speichern. So, okay. Was gibt es hier noch? Life Support Note. So, schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Ja, spannend. Also ich bin jetzt natürlich so ein bisschen im Entdeckermodus. Falls irgendjemand von euch schon mal Helion gespielt hat, kann er mir gerne helfen. Hier sind irgendwelche Sachen gelb. Oben steht Working Properly. Replacement Advice. Ich werde das mal nicht auseinanderbauen, lieber. Weil Life Support klingt irgendwie wichtig. Pressure Regulator, Air Filter Unit. Alles klar. Also genau genommen ist nichts klar. Oh, was ist das? Irgendein Gang. Okay. Was gibt's noch? Will ich schon ins Weltall raus? Also hier ist eine Tür, da waren wir eben schon. Da drüben war noch eine Tür. Kann ich irgendwo gucken? Ach, guck mal, hier kann man das sehen. Okay. Air Generator ist offline. Air Filters are offline. Okay, dann muss man die wahrscheinlich einschalten, oder? Toggle, click to toggle device on and off. Zack. Und hier fehlt ja was. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind die Dinger? Wahrscheinlich sind sie außerhalb von unserem Ding. Ja, gut, die sind rot. Da werde ich irgendwas missing. Airfilter. Jetzt muss ich wahrscheinlich rausfinden, wo die Airfilter reingebaut werden, bevor ich hier irgendwann jämmerlich ersticke. Es gibt hier 91% Air Quality. Das wird wahrscheinlich mit der Zeit nicht besser. Ich weiß nicht, was da vorhin stand. Ach, was ist hier? Guck mal, hier ist irgendwas kaputt. Ich weiß nicht, wozu es gehört, aber wir können es mal austauschen. Ich habe ja intakte Servomotoren, oder? So. So. Was ist jetzt besser? Ist jetzt irgendwas schon besser? Power Supply. Ach, wahrscheinlich habe ich das gerade getauscht, oder? Solarpanels. Zack, die kann man bestimmt online schalten. Power up. Kapazitor stores excess power for usage. Ja, eine Batterie ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Okay, cool. Wir haben Strom. Sehr schön. Das sieht so schlecht nicht aus. Okay. Ach, guck mal, es ist auch irgendwie, es ist heller geworden. Ich habe das Gefühl, es ist heller geworden. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber es sieht besser aus. Was ist hier? Steht da unten drin? Access Panel. Hier sind sogar am Fußboden irgendwelche Knöpfe. Schauen wir mal, was da jetzt schon wieder drin ist. Scheint einfach nur ein Stauraum zu sein. Okay, alles klar, da kann man wahrscheinlich Sachen reinpacken. So, erst was mir schon auffällt, was mich nervt, ist, ich habe keinen Dot in der Mitte, wann dieses F-Zeichen kommt. Das werde ich sicherlich noch richtig hassen lernen in irgendwelchen Stresssituationen. Das ist schon mal das Erste, was mich ein bisschen ärgert. Und jetzt müssen wir mal rausfinden. Und ich befürchte fast, dass das draußen ist. Aber wir haben diese. Ach, warte mal, guck mal. Was ist das hier? Air-Prozessor. Air-Filter, war es das? War es das, was kaputt ist? Was leuchtet denn da so rot? Artificial Gravity. Nein, das machen wir nicht aus. Wir machen nicht die Schwerkraft aus. Air-Filter. Carbon-Filter missing. Air Processing Controller, Servomotor. Okay, vielleicht ist das das schon. Vielleicht muss ich da einfach nur an die richtige Stelle
Sachen reinstecken. Air Processor, Servomotor. Raumschiffe sind ein Rätsel für mich. Irgendwelche Tipps? Hat noch keiner von euch gespielt, oder? Hier vielleicht? Das könnte sein. Wir probieren mal was reinzustecken. Ha, das war ja einfach. Okay. Okay, zack. Und kann man dann noch einen zweiten reinstecken? Ja. Okay, das sieht doch so aus, als ob wir jetzt bestimmt den Airfilter in Betrieb nehmen können. Sehr gut. Ja, müsst ihr euch nicht für entschuldigen. Sehr gut. So, jetzt können wir den Airfilter anschmeißen. So. Online. Der ist jetzt auf Standby. Okay, ich nehme an, dass der erst ab einem gewissen Status oder sowas Luft reinpumpt. Wo ist denn jetzt meine wilde Lebenssupport-Anzeige? Guck mal, 92% ist 1% mehr als vorher. Das werten wir mal als gut. Und 93%, das steigt. Okay, also, ersten Schritt geschafft. Check, ich habe in meiner kleinen Überlebensbarke. Oder was auch immer das ist. Vielleicht ist es auch ein Raumschiff, ich weiß es nicht. Was ist hier? Distress Call. Das heben wir uns mal auf. Also Notruf kann ich auch senden. Jetzt gucken wir mal, was hinter dieser Tür ist. Ist auch schon wieder so rotes Zeichen. Ist garantiert auch wieder... Oh Gott, ich traue mir nicht. Ist garantiert wieder ohne Schwerkraft. Naja, rotes G ist wahrscheinlich ein gut... Schweb. Okay, also. Ich habe ja jetzt einen Anzug an. Jetzt kann ja nicht mehr ganz so viel passieren. Jetzt gucken wir hier einfach mal raus. Kann ich da hochkrabbeln oder so? Das sieht nach Sterne aus. Ist ein bisschen dunkel, aber es sieht nach... Oh, meine Hand guckt durch die Tür, das ist nicht gut. Okay, also da ist schon mal ein Ausgang. Docking Control Pull to Undock. Okay, man kann auch irgendwie docken, aber ich glaube, da ist nichts gedockt, weil ich kann das Weltall sehen. Oh Gott, ich fliege unkontrolliert in der Gegend rum. Das muss sicherlich auch irgendwie besser gehen. Was jetzt passiert? Ich war ganz kurz im Weltall, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ich bin in die Schwerkraft reingefallen. Okay. Ja, wenn ich das richtig sehe, gibt es hier exakt zwei Sachen, die man machen kann. Man kann zu dieser Tür rausgehen oder man kann zu dieser Tür rausgehen. Ich würde mal sagen, ich nehme die Tür, vor die ich zuerst gestolpert bin. Und gehe da mal rein. Zack. Hallo, Herbert Hoffmann und willkommen bei den Kermonauten. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Also da ist eine Door Control. Das ist wahrscheinlich das, was man aufmachen kann. Jetzt mache ich aber erstmal diesen Helm zu. Okay, ich habe Sauerstoff. Ich habe ein Jetpack. Wartet mal. War es J? Nee. Wunderbar. Auf T konnte man es anschalten. Ich bin vorhin die Kontrollen tatsächlich nur kurz überflogen. Funktioniert das jetzt einfach so? Muss ich hier nicht einen Druckausgleich machen? Also ist ja bisher alles super. Was ist hier drin? Das ist einfach nur wieder ein leeres Dingsbums. Ein leeres Fach. Gibt es hier keinen Druckausgleich? Schau mal nicht. Okay, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Na ja, gut. Haben sie wohl nicht mit bedacht, dass man einen Druckausgleich machen muss. Ich mache jetzt einfach mal die Tür auf. Wir werden ja sehen, was passiert. Und zack. Oh Gott. Genau das hatte ich befürchtet. Okay, sie haben wohl doch dran gedacht. Und da geht mein Rettungs... Ding flöten. Oh Gott, ich gebe gerade mal Stoff mit dem Jetpack, damit ich zurückkomme. Aha, und diese Sonne ist ja fürchterlich. Ich hätte mir eine Sonnenbrille mitnehmen sollen. Okay, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's unter Kontrolle. Oh, blendet das fies. Das blendet ja richtig fies. Okay, scheinbar gibt's das wohl doch mit dem Entlüften. Und das habe ich gerade gemacht. Ich habe gerade hektisch mein Raumschiff entlüftet. Shift ist nicht nach oben. Shift ist irgendwas anderes. Springen? Ja, Leertaste ist nach oben, alles klar. Okay, das ist mein Raumschiff. Oh, da ist noch ein Raumschiff. Und noch irgendwas. Eine Basis oder so, da hinten.
Aber jetzt gucken wir erstmal mein Raumschiff an. Ah ja, so, also das sind bestimmt meine Solarpanels, die ich aufgeklappt habe. Wow, also grafisch muss ich sagen, bin ich bisher sehr geflasht und bin tatsächlich angetan. Jetzt mache ich mal noch was anderes, was ich mich vorhin nicht getraut habe. So, wartet mal, ich hatte nämlich ein bisschen was vorbereitet. So, zack. So. Ich hoffe, das passt von der Lautstärke her. So, ich habe uns mal ein bisschen Hintergrundmusik besorgt. Das hat mich beim Jack sehr inspiriert, dass er im Hintergrund Musik laufen lässt. Also habe ich gedacht, ich mache auch mal ein bisschen Musik an. Was ist das da oben mit der Facecam? Das ist ein Donation Goal Counter. Ich habe mir geplant, dass ich mir mal eine Facecam beschaffe. Und dafür habe ich mal ein Donation Goal angelegt. Und davon sind auch schon durch die Patreons über die Monate 130 Euro zusammengekommen. Und da fehlen jetzt noch 70, dass einfach diejenigen von euch, die mal was donaten wollen, auch sehen, was hier Phase ist und passiert. So, jetzt müssen wir uns mal angucken, was da so wild rumleuchtet. Solarpanel scheint da zu stehen. Solarpanel Utility Access. Okay, da klebt auch wieder so ein Bauteil dran. Okay. Ihr müsst mal sagen, wie das von der Lautstärke der Musik ist, ob das passt oder ob ich das ein bisschen leiser drehen soll oder sowas. Ich wollte sie einfach nur im Hintergrund laufen lassen. Es ist ja immer, kommt ja bei euch immer ein bisschen anders an als auf meinem Headset. Okay, okay, okay. Proxy, nee, PayPal-Spender ist da nicht drin, außer du machst es jetzt hier über Streamlabs. Das geht ja dann auch über PayPal, glaube ich. Okay, ich gehe erstmal wieder rein. Also so viel schon mal dazu. Hoffentlich geht das überhaupt. Hoffentlich kann ich überhaupt die Tür wieder zumachen. Hoffentlich baut sich hier auch wieder Druck auf. Oh Gott. Bitte sag, dass es zugeht. Bitte sag, dass es zugeht. Sonst müssen wir jetzt ganz schnell zu dem anderen Schiff. Oh, Gott sei Dank. Okay, aber was passiert, wenn ich jetzt die andere Tür aufmache? Oh Gott. Bitte nicht. Das gibt doch wahrscheinlich jetzt einen Blowout, oder? Ich will es gar nicht so genau wissen. Also wenn das hier das System der Luftschleusen ist, müssen wir echt nochmal mit den Entwicklern reden. Das gibt da schlauere Wege, das zu machen. Ich könnte da mal so Take on Mars zitieren zum Beispiel. Bitte geh auf. Bats, na klar. Aua. Das tat ein bisschen weh. Okay, aber es ist halt ein Notfallsystem, ne? Vielleicht liegt es einfach da dran. So. So, jetzt. Gott. Oh, Schwerkraft. Autsch. Voll auf den Arsch gefallen. Okay, hat wieder gut geklappt. Sehr schön. Ich mach mal den Helm auf. So, jetzt können wir mal rausfinden, wie wir das nachladen. Und scheinbar ist das wirklich nur so ein kleines Plattform-Ding oder sowas. Und da drüben schwebt ein Raumschiff, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, ich werde jetzt mal mein komisches Jetpack hier irgendwie aufladen, falls ich rausfinde, wie das geht. Genau, das hatte ich vorhin schon gelesen. Cargo Attach Point for Canister or Jetpack. Das probieren wir jetzt mal aus. Also, ich das da ranhänge. Kann ich dann irgendwie was machen? Oxygen und Nitrogen. Cargo, no other cargo. Refining, ich kann nichts refinen. Slot 1, okay, ich habe hier Oxygen. Oh, okay, ist tatsächlich einfach Drag and Drop. Confirm, ah, ist wieder voll, sehr schön. Dann füllen wir auch gleich noch mein Ether-Propellant auf. Ach, das ist falsch, oder? Nee, ist richtig. Nitrogen und Nitro? Nee. Ist ja was anderes. Okay, ich habe also nur begrenzt viel Nitrogen. Nitro. Und Nitrogen ist was anderes. Das ist ja ärgerlich. Okay. Verdammte Axt. Strom war ja noch drin in dem Ding, oder? Achso, ich muss dieses blöde Jetpack. Ich hoffe, ich ersticke jetzt gar nicht in dem Helm. So. Zack. Wie er es schwungvoll nimmt. Sehr schön. So. Wie viel Strom ist noch in dem? Ah ja, okay, Strom ist
Größtenteils voll. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal in diese Schleuder rein, ne? Aber vielleicht schieße ich mich diesmal zur anderen Seite raus, oder? Man soll ja auch jeden Tag mal was anderes probieren. Gibt es hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Nö, ne? Nicht wirklich. Das heißt, ich würde sagen... Können wir noch ein paar Bauteile mitnehmen? Kommt, ich nehme jetzt hier Bauteile raus. Ist das da? Sowas habe ich noch nicht. Resource Injector. Einfach mal mitnehmen. So. Da, da. So, gibt es noch irgendwas zu klauen? Ach, wir gehen jetzt einfach raus, ne? Wir gehen jetzt raus und probieren unser Glück im weiten Weltall. Oh. Uiuiui, Proxy, vielen Dank. Das hat uns ja jetzt natürlich auch einen ganzen Schritt weiter geschoben. Ich muss dieses Jetpack anmachen, sonst werde ich hier drin wahnsinnig. So. Die Tür ist zu. Okay, dann... vorsichtig an die Türkontrolle ran. Oh Gott, ich muss versuchen, mich irgendwo zu verkanten. Kann man sich irgendwo festhalten oder so? Okay, Helm zu. Und feuerfrei. Ich versuche hier irgendwie hängen zu bleiben. Nicht geschafft. Oh Gott, schon wieder. Okay, aber jetzt fliegen wir gleich mal direkt darüber. Zu spät, Kazit. An der Tafel konnte ich irgendwie nichts machen. Ich habe da vorhin mal probiert. Da kommt auch kein F für Interaction. Okay, da hinten ist irgendwie... Das sieht aus wie ein Raumschiff für mich. Ich hoffe, das gehört keinem. Aber es ist bestimmt so eine Starter-Area, wo ich jetzt erstmal lernen muss, wie das alles funktioniert. Das ist keine Luftschleuse, das ist zum Andocken gedacht. Das erklärt so einiges. Aber eine Luftschleuse hat es dann wohl nicht, oder? Oh Gott, langsam, langsam. Ah! Okay, 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 okay. Hey, mein Schatten. Ah, okay, das sieht gar nicht hässlich aus, das Ding. Triebwerksgondeln würde ich mal vermuten. Und da vorne ist ein Cockpit. Ich gehe jetzt erstmal gucken. Ha, dankeschön, Proxy. Sagen wir für den zweitbesten Streamer der Welt. Es gibt bestimmt noch jemanden, der besser ist als ich. Man muss sich ja immer noch steigern können. Aber vielen, vielen Dank. Ah, es sitzt keiner. Oder sitzt da jemand drin? Wartet mal, irgendwie gab's... Licht. Licht. Sehr schön. V ist Licht. Ja, super. Danke, dass die Sonne auch Gegenlicht gibt. Okay. Mhm. Hier sind Dinge. Und es scheint, sitzt keiner drin. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, ob wir einen Eingang finden zu dem Schiff. Das oben sah fast aus wie so ein Luftschleusending. Sehr schön. Also ich hoffe, ihr könnt damit leben, dass heute mal kein Kerbal Space Program ist, aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Morgen ist Kerbal Space Program. Ich habe gedacht, ich mache heute mal noch nicht einen Livestream, weil ihr ja gerade erst alle noch die Folge zu verdauen habt. Okay, hier sind auch viele... Das sieht wie eine Tür aus. Dieses... Das ist echt total abgefahren zu steuern. Dieses Jetpack-Zeugs. Aber sehr cool. Also sehr cool gemacht. Es kommt richtig so ein Eva-Feeling rüber. Ich glaube, sowas ist bestimmt auch mit einer Rift richtig genial. Okay, das sieht aus, als ob da irgendeine Form von Steuer... Oh Gott. Oh Gott. Ah, es dreht mich schon wieder. Okay, irgendwo festhalten. Was ist das da? Airlock. Ah, okay. Ich nehme alles zurück. Sie haben an Airlocks gedacht. Ich hatte einfach nur keins. Okay, 1,0 Bar ist prinzipiell eine gute Sache. Nur nicht, wenn ich einsteigen will. Ich denke mal, ich drücke auf den Depressurize-Knopf. Und es passiert was. Cool. Okay, und ich hänge hier auch erstmal dran. Puh, sehr gut. Ja, Cookie, gute Nacht. Und du kannst ja morgen noch angucken, wie es weitergegangen ist. Mal schauen, was wir hier so schaffen. Danke fürs Zuschauen bis hierher. Ich habe mich heute übrigens für einen 10 Jahre alten Spayburn entschieden, der da noch so rumstand und mich angelächelt hat. Hättest du nicht vorher prüfen müssen, ob niemand in der Schleuse... Michael, jetzt bist du ein bisschen kleinlich. Wir prüfen das jetzt mal. Ich mach mal die Tür auf und guck nach. So. Nein, keiner drin. Oh, guck mal. Und in der scheiß Luftschleuse, wo man einen Druckausgleich machen kann, da haben sie eine Leiter zum Festhalten reingebaut, ne? Das ist aber auch mies. Das ist richtig mies. Aber ja, das ist ein Argument, was ich bedenken sollte, wenn ich in der Luftschleuse stehe, dass jemand von außen diesen scheiß Knopf drücken könnte, ne? Das ist gar nicht so schön. So, jetzt müssen wir erstmal die Tür zumachen. Oh wow, das dauert echt lange. Also, erinnert mich mal dran, wenn ich draußen unterwegs bin.
hier mit nicht mit zu knapp Sauerstoff angerasselt zu kommen. Na komm schon. Repressurize. Okay, läuft. Sehr schön. Okay, weil das dauert echt eine ganze Zeit, ne? Bis er das hier auf die Kette kriegt. So. Sehr schön. So, 0,5. Es wird langsam... Das rote Licht ist auch aus, aber ich mache mal noch nicht die Innentür auf. Ich warte mal, bis das komplett ausgeglichen ist. Aber ich glaube, wir können unser Visier schon mal aufmachen. So, Atemluft ist ja schon da. Hat wahrscheinlich jetzt schön geknackt in den Ohren. Ja, püh, ich bin mir ziemlich sicher. Und dann klebe ich hier wieder an der Wand. Wir haben ja eben gesehen, wie das funktioniert. Okay. Zack, Innentür. Grün. Grün heißt, ich bin wahrscheinlich erfolgreich gewesen. Was ist hier noch? Pull to undock. Ne, wir müssen nichts docken. So, hier ist Türkontrolle. Aua, aua. Oh, und der Tylon ist jetzt auch ein Carbonaut. Willkommen, Tylon. Und viel Spaß beim Helion gucken. So, jetzt erstmal hier durch. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe das ungute Gefühl. Habe ich mir jetzt das Genick gebrochen? Nee. Dass hier gleich wieder Schwerkraft kommt. Und siehe da, es kam Schwerkraft. Das erklärt auch, wofür diese Leiter da ist. Wahrscheinlich kann man die nehmen und einfach dran runterklettern, um nicht mit dem Kopf zuerst in die Schwerkraftzone reinzugleiten. Okay, ich mache mal lieber diese Tür zu, bevor jemand die Außentür aufmacht. Das wäre nämlich ziemlich ungünstig. So. Okay, wir sind an Bord von irgendeinem Schiff oder sowas. Geräte. Das, also der Look gefällt mir, muss ich sagen. Das ist alles schön abgefuckt. Ich mag sowas, ja. Was ist das hier? Was tut das? Da sind... Oh, guck mal, da sind Knöpfe drauf. Oh, Power Supply. Fusionsreaktor ist online. Solarpanels sind offline. Und ich scheine auch mehrere zu haben. Okay, ich würde sagen, machen wir die doch mal an. Und den Kapazitor können wir auch anmachen, oder? Zack. Ich meine, schadet ja nicht. So. Okay. Also hier lädt irgendwas auf. 97% Effizienz von der Sun Coverage. Das sieht doch schon mal gut aus. Sehr schön. Könnte doch alles schlimmer sein. Okay, das heißt, wir haben Strom. Strom ist doch schon mal gut. Ich habe keine Ahnung, was das hier macht. Resource Injector. Catalyst. Okay, das sind alles... Ich baue hier mal noch nichts ab. Ich habe nämlich noch nicht verstanden, wie es funktioniert. Ich gucke erstmal nur. Ich fasse noch nichts an. Life Support. Wie geht's denn dem Life Support hier? Standby Air Filter. Standby Air Generator. Das scheint auch gut zu sein, würde ich mal vermuten. Das heißt, ja, 94% Sauerstoff ist auch okay. Und da geht es auch Lower Deck Access. Also ich vermute mal, dass das hier so eine Art Aufzug oder sowas ist. Elevator Control, ja. Das machen wir aber noch nicht. Wir gucken jetzt erstmal dieses Deck an. Oh, Knarren. Ich habe eine Knarre gefunden. Geil. Kann ich die auch ausrüsten? Ist das eine richtige? Haha, kann man jetzt hier irgendwie... Ne? Wie würdet ihr eine Waffe aktivieren? Man nimmt sie in die Hand, oder? Geil. Jawohl, und R wie Reload funktioniert. Okay, ich habe eine Knarre. Ich kann mein Schiff jetzt verteidigen. Cool. Was ist hier nochmal drin? Oh, das ist, glaube ich, ein cooler Raumanzug, oder? Ist das? Pressurized Suit. Der sieht besser aus als meiner, oder? Ne, sieht genauso aus wie meiner. Sieht der besser aus? Ja, wer weiß es schon. Oh, guck mal, was zu lesen. Emergency Broadcast. Okay, ich muss die Waffe mal umhängen. Okay, wir haben schon mal eine Knifte. Ich lese es mal. Emergency Broadcast. This message serves to provide guidance instructions in case of emergency. Also Anweisungen im Notfall... This is Alt Corp Representative Sarah Morell. You and many others were transferred to the new hibernation modules as part of the contingency protocol. We tried to locate as many people as we could, but more than half are
Corrupt Data for Structures Falling Apart. Okay, irgendwas ist kaputt, nachdem sie uns in die neuen Schlafmodule gepackt haben. Und die Arbeit der letzten 34 Jahre war umsonst. Der Konflikt ist eskaliert, wir sind jetzt im Krieg. Oh oh. Und der momentanen Zerstörungsrate in weniger als einem Jahr können die verbleibenden Systeme nicht mehr betrieben werden. Oh oh. Hibernation is a solution, okay. Automated Countermeasures, also automatische Gegenmaßnahmen. Okay, Systeminfrastruktur muss sich recovern, das kann aber Jahre dauern. Oh Mann, und verlängerte Hibernation, also dieser Kälteschlaf, kann schwere Symptome wie Gedächtnisverlust, Übelkeit, eingeschränkte motorische Funktion. Ich behalte mal diese blöde Luftschleuse im Auge. Und Halluzinationen. Oh Gott, Force Arrives. Okay, haben eine Kopie dieser Emergency-Protokolle dagelassen. Die haben so gar nicht geholfen, aber vielen Dank dafür. Air-Filter? Air-Generator. Müsste da nicht irgendwas drin sein? Ach, das ist der Air-Generator wahrscheinlich. Ja, dann nehmen wir mal auch lieber nichts raus. Alles grün. Alles grün. Ich weiß auch, wo wir CO2-Filter herbekommen, wenn unsere mal kaputt gehen. Was ist das hier? Ein Knopf. Oh, der macht auch irgendwas. Das ist rot, ne? Pressure Regulator. Habe ich sowas mitgenommen? Ne, aber ich weiß, wo einer ist. Wir können also noch einen Pressure Regulator notfalls klauen gehen. Okay, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste erwiesenermaßen. Kann man irgendwie Aim machen oder sowas? Hold, Reload, Draw, Holster. Ah, Draw und Holster ist Z. Alles klar. Das ist doch, das hätte mal jemand sagen können. Warte mal. Z. Ah, sehr schön. So. Hat da gerade was gepiept? Was piept da? Warum piept da was? Engine Status, offline. Life Support ist grün, Capacitator ist grün, den habe ich gerade eingeschaltet. FTL und Engine sind offline. Das heißt, ich werde mit der Kiste wahrscheinlich nicht weit kommen. Was ist hier los? Docking Control, alles klar. Das ist Schiff, bla bla bla, 200 Meter. Und in 3 Kilometer sind Derelict irgendwelche... Oh, die Musik ist gerade ein bisschen laut, oder? Findet ihr auch, dass die Musik gerade ein bisschen laut ist? Ich mache die mal ein bisschen leise. Das reicht so auch. So. Okay, irgendwo ist ein Derelict und ein anderes Schiff. Hier geht's zum Warp Drive. Vielleicht sollte ich lieber mal die Hände frei machen. Okay, ich glaube... Ah, so kann man, mit F kann man auch eine Leiter benutzen, alles klar. Und dann kann man sie bestimmt auch wieder irgendwie loslassen, oder? Und mit Leertaste, okay. Okay, Warp Drive. What the heck? Leuchtendes Zeug. Und Fenster. Hauptsache Fenster. Guck mal, da drüben ist... Was auch immer es ist. Das ist dieses andere Basis-ähnliche... Modul. So. Singularity Cell Detonator. Ach du Heilige. Was auch immer es ist. Ich nehme es nicht raus. Ich mache es einfach wieder zu. Okay, das sind Warp-Zellen. Das ist vermutlich auch gut, wenn man die hat. Ich bin jetzt kein Warp-Ingenieur, aber ich unterstelle einfach mal, dass man das so braucht, wie das da zusammengebaut ist. Okay, muss man wahrscheinlich irgendwie einschalten. Können wir gleich noch gucken. Vielleicht setze ich mich einfach mal... Nee, ich kontrolliere erstmal das Unterdeck. Ist nicht so, als ob ich paranoid wäre, aber ich will erstmal wissen, ob da nicht noch jemand rumturnt in diesem Schiff. Bevor ich es mir hier gemütlich mache. Nicht, dass der mich plötzlich von hinten absticht oder so. Weil es ist ein Multiplayer-Spiel und ich spiele online. Also man weiß es ja nicht. So. Oh, das funktioniert tatsächlich. Ich hätte gedacht, es hat nur kurz geknackt. Ich habe gedacht, hier passiert nichts. Wo geht's lang?
Okay. Noch mehr Schiff. Dinge. Okay, hier kann man irgendwas aufladen wieder. Hier ist ein Ohrkanister und hier wäre irgendwas Riesengroßes gewesen. Das ist aber nicht da. Gut, das ist halt so. Über Dinge, die nicht da sind, brauchen wir uns ja auch keine Sorgen machen. Life Support, alles im grünen Bereich. Airfilter Unit. Ja, also theoretisch ist das online. Hier auf dem Server sind auch zwei Leute, glaube ich, als ich gejoint bin. Okay, also hier sieht es schon mal alles grün aus. Ich muss dieses Schiff irgendwie noch ein bisschen besser verstehen lernen. Damit ich nicht irgendwas aus Versehen kaputt mache, was ich vielleicht noch brauchen könnte. Hoppala. Also, Waffe funktioniert. Ich habe nur ganz kurzer Waffentest. Ganz kurzer Waffentest. Kisten. Viele Kisten. Hier hinten, ist das eine Rampe oder? Okay. Oh, wow. Ich habe so die Befürchtung, das ist tatsächlich eine Rampe. Okay, den... Auf den Knopf können wir schon mal... Kennt ihr diese Post-it-Zettel einfach drüber? No, nicht diesen Knopf. Apollo 13-Gucker werden es verstehen. Nicht das da drücken. Okay, was ist das? Eine Warp-Zelle. Okay, wir haben Ersatz-Warp-Zellen. Das ist schon mal schön. Wir haben noch mehr Kram. Ist das jetzt schon wieder? Jetzt ist es, Erklärungen wären gut. Ein Catalyst, okay. Und das sind doch, sind das bestimmt diese EM-Field-Controller, okay. Ich habe keine Ahnung, ne? Catalyst. Habe ich so einen Catalyst nicht gerade eingesteckt? Dachte ich. Ja. Catalyst. Was ist das? Also, es sind irgendwelche Ersatzteilzeugsachen, aber das. Ich lasse da mal noch die Finger von erstmal. Okay, das sind diese CO2-Filter. Die hatte ich schon mal. Und. Was haben wir hier noch? Schönes. Das Spiel ist Early Access, ja. Aber es ist online spielbar. Air-Prozessor, allerlei Zeug. Okay, alles klar. Hier unten scheint auf jeden Fall kein Störenfried zu sein. Disabled Life Support prevents air pumping in the current room. Aber Life Support ist ja an. 98% ist auch gut, oder? So, hier haben wir Cargo Interaction Panel. Das ist das gleiche Ding wie da. Gibt es hier noch irgendwelche Knöpfe zu drücken? Irgendwelche Bedienungspanel? Nö, ne? Im Moment nicht. Ich würde sagen, dann machen wir uns jetzt mal übers Cockpit her und versuchen mal rauszufinden, wie wir dieses Schiff in Gang bekommen. Spannend, spannend, spannend. Also auf jeden Fall sehr gritty und bisher auch nicht einfach. Ich glaube, ich habe nur die Tür zugemacht. Oh, guck mal, man kann auf der Knarre innen sogar sehen, wie viel Schuss ich noch habe. Da steht jetzt 19. Sehr schön. Okay. Containment Field Generator. Ich gehe jetzt einfach mal und mache das Raumschiff an, würde ich sagen. Also, ich glaube, die Knarre können wir erstmal umhängen. Hier ist keiner, der uns stört. So, notfalls können wir scheinbar hier auch so einen Distress Call absetzen, aber wir versuchen es jetzt erstmal selber hinzubekommen. Also ich weiß nicht, ob dann jemand kommt, um uns umzubringen oder ob dann jemand kommt, um uns zu helfen. Eins von beiden. Ich setze mich jetzt hier mal drauf. So. Engine Status ist offline. Ja, dann wäre ja meine Intention jetzt zu sagen... Oh, da passiert was. Engine ist blau. Oh Gott, so viele Knöpfe. FTL, geil. Okay, also man kann scheinbar auch jumpen. Engine ist offline. Okay, vielleicht habe ich jetzt zu oft gedrückt. An. Yes, Power up. Okay, Motor fährt hoch. Staging erfolgt mit Space. Ich hoffe, das ist ein Single Stage to Orbit, muss ich ganz ehrlich sagen. Cooldown. Okay, irgendwas funktioniert scheinbar nicht mit dem Motor.
Habe ich so das Gefühl. Okay, gibt es irgendwie eine Fehlermeldung oder sowas? Engine. Kann ich jetzt irgendwie rausfinden, was kaputt ist? Pull to unlock. Docking Clamp Status. Okay, ich noch einmal, auch wenn ich nicht glaube, dass es funktioniert. Aber Warpzellen ist doch der FTL-Antrieb, oder? Oh, irgendwas? Wir bewegen uns, oder? Oder bewegt sich dieses Ding da? Oder drehen wir uns einfach nur? Okay, also irgendwas ist noch nicht richtig. Komme ich noch aus dem Sitz raus? So, warum auch immer jetzt aufgestanden ist, aber es war das, was ich wollte. Meine Vermutung ist ja, dass das hier hinten irgendwie die... Irgendwas... Power Supply-mäßiges... Resource Injector, guck mal, weil der ist irgendwie... Ist der rot? Wenn wir den jetzt wegnehmen und wir haben noch einen frischen... Ich hatte doch einen mitgenommen, oder nicht? Ich dachte, ich habe einen mitgenommen. Resource Injector. Zack. Der sieht aber anders aus, als der, den ich eben hatte. So. Zack. Jetzt ist besser, oder? Oh, Consumption. Guckt mal hier. Ich habe keine Ahnung. Kann man Licht an- und ausmachen? Engine, turn on. Es funktioniert. Ich habe es hier einfach eingeschaltet. Live Support Base. Vielleicht sollten wir die auch mal anmachen. Come on. Come on. Mal gucken, was hier alles online geht. Also ich habe auf an gedrückt. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich würde jetzt mal probieren... Oh Gott. Wagen wir hin. Oh Gott, nein. Die Holländer kommen. Habe ich auch genug Deal zum Kotale? Keine Ahnung, Mann. Bin ich Warpkern-Ingenieur? Ship. War das der gleiche? Oh Gott. Werde ich von Holländern überfallen? Oh, der FTL ist jetzt online. Ich habe nicht den Dings eingeschaltet. Ich habe den FTL eingeschaltet. Das ist ja faszinierend. Ich probiere mal nochmal, was passiert. So. Gut, ich habe das ja jetzt ausgetauscht. Powering up. Cooldown. Okay, irgendwas... Irgendwas ist noch mies. F to interact. Docking Port A. Okay. Docking Modules in range. Ich habe das ungute Gefühl, dass irgendwas passiert. Irgendwie bewege ich mich doch. Mit den Warpzellen kann ich den Antrieb reparieren. Na gut. Aber warum bewege ich mich? Fliege ich irgendwo hin? Ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir erstmal Warpzellen reparieren. Okay, Warpzellen hatte ich unten. Im Kellergeschoss welche gefunden. Irgendwo war doch hier eine drin. Da. Zack. Okay, dann stopfen wir die jetzt gleich mal in den Dings rein. Irgendwie fliegt mein Raumschiff in der Gegend rum. Das verwirrt mich ein bisschen. Dabei sagt er doch, der Engine ist noch gar nicht intakt. Dum, 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 dum.
Immer schön vorsichtig mit der Leiter. So, jetzt nehme ich mal die und nehme eine frische. Steck die da rein, ne? So. So, mehr habe ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwas gebracht hat. Wenn nicht, kann ich auch nicht da viel dagegen tun. Okay, aber wir haben so Docking-Dinger gehabt. Also ich probiere jetzt nochmal den Engine anzustarten. Wenn nicht, probieren wir uns mal mit der Docking-Kontrolle zu beschäftigen. Vielleicht können wir ja diesen Container da irgendwie kriegen. So, powering up. Come on, come on, come on. Los, geh an. Geh an. Cooldown. Okay, das ist es nicht. Okay, wie kann ich Kontakte auswählen? Target Selection, Pfeil hoch, Pfeil runter. Contact List Control, okay. Ich will... Da drüben ist es. Jetzt drehe ich mich aber auch nicht mehr. So, ich sitze aber auch nicht mehr, ne? Ja. Hinsetzen, bitte. Okay, Flugzeug fliegen. Ich probiere es jetzt einfach mit den ganz normalen Kontrollen. Ne. Das ist es schon mal nicht. F to interact. Available docking ports. Jetzt drehe ich mich auch wieder. Oh, jetzt passiert irgendwas. Irgendwas macht er. Ich dock, glaube ich, mein Schiff an, oder? Aber wie kann ich das wählen? Mache ich irgendwas? Drehe ich mich jetzt einfach nur? Was tut er hier? Hilfe. Okay, jetzt hat es wieder aufgehört. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es verstanden habe. Irgendwelchen Knöpfe muss ich drücken. Da, wo ich die Zelle eingesetzt habe. Na gut, ich glaube euch das mal. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, was genau was. Ich muss noch einen Knopf drücken, da, wo ich die Zelle... Nee. Hier, den. Das ist doch nur... Da mache ich doch nur das Feld mit auf und zu. Schwupp. Schwupp. Ich hab's noch nicht verstanden, wie ich das Schiff steuere. Jetzt steht's auch wieder still. Ich scheine ja irgendeine Form von Steuerung zu haben. Ist noch irgendwas anderes, was ich hier machen muss? Hat denn noch keiner von euch ein Hellion-Let's Play gesehen? Irgendjemand muss doch dieses bescheuerte Schiff schon geflogen haben. Oh, guck mal, da hinten ist irgendwas. Habe ich mich da jetzt hingedreht? Ich entferne mich auf jeden Fall, okay. Okay, also ich fliege jetzt weg. Wegfliegen ist ja schon mal doof. Ich mache jetzt mal NAV. Ah. Ich würde gerne Object in Orbit. Oh, jetzt habe ich doppelt geklickt. Das war vielleicht nicht so schlau. Doch, ist okay. So, das bin ich. Nee, das sind Monde. Okay, Doppelklick scheint uns näher rein zu zoomen. Okay. Oh Gott, das ist aber ein bisschen unübersichtlich hier. Der Holländer ist gebackt, oder was? So, das bin ich. Asteroiden. Asteroiden. Verrückt. Zoom to parent. Homestation.
Was passiert jetzt? Nö. Escape? Okay, nochmal einsteigen in die Navigation. Wie kann ich denn jetzt... Ich würde gern Zoom to Parent machen. Okay, das hat jetzt funktioniert. Ugh. Okay, okay. Hier gibt's andere Planeten. Was machen wir damit jetzt? Zwei Objekte im Orbit. Aber ich muss erst mal rausfinden, wie ich mein blödes Objekt... Okay, also die NAV an sich ist es wahrscheinlich nicht. Was haben wir noch? Headlight, Scan. Dock. So. Jetzt passiert schon wieder irgendwas. Ich weiß nicht warum. Ich lasse ihn jetzt einfach mal machen. Vielleicht dockt er uns ja an oder so. Vielleicht ist das ja auch eine Art Autopilot. Wenn ich Shift drücke, hört er auf. Aber er macht auch nichts. Total verrückt. Ich weiß nicht, von woher die Steuerung kommt. Ich weiß. Ja, ja, die Entfernung steigt. Der fliegt auf jeden Fall weg davon. Und verbraucht dabei auch RCS, aber ich weiß nicht. Please select docking modules in range. Jo, würde ich ja gerne. Aber er lässt mich ja nichts selecten. Oh, jetzt ist irgendwas passiert. Mit R konnte ich irgendwas ändern. Oh. Aber ich habe noch nicht die Steuerung raus. Oh Gott, ich drehe mich immer schneller. Ah, völliger Kontrollverlust. Passiert jetzt was? Bin unsicher. Ich probiere gerade einfach die... Kontrollen... aus, die ich auch auf dem normalen, also im Jetpack benutzt habe. Also mit Shift kann ich es irgendwie stabilisieren. Aber es muss doch irgendeine Steuerungsoption geben. Okay, Freunde, jetzt ist der Google-Zeitpunkt gekommen. Hellion Ship Controls. Ich habe keine Ahnung. Ship Controls. So, das muss ich jetzt mal kurz nachlesen, sonst kommen wir ja nirgendwo hin heute. Da steht auch nicht viel, außer dass man es irgendwie über die... Ah, was denn jetzt passiert? Einfach mal den FTL anschalten. Ach ne, jetzt mache ich ihn wahrscheinlich gerade aus. Ich bin noch nicht zu 100% überzeugt, dass ich verstanden habe, wie das Schiff funktioniert. Oh, warte mal. Jetzt macht er irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Also ich kann scheinbar mit den WASD-Tasten steuern. Ich weiß nur noch nicht wohin. Also mit Shift kann ich auch dieses Stabilisieren machen. Glaube ich. So. Wenn ich jetzt links drücke... Ich hab's das Gefühl... Okay, damit drehe ich mich. Damit drehe ich mich in die andere Richtung. Alter! Okay, stabilisieren und ich nehme an, der Strich zeigt irgendwo hin. Vielleicht... Ah, mit der Maus! Ich kann mit der Maus drehen scheinbar. Okay, 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 okay. Ich glaube, ich krieg's gerade langsam aber sicher hin.
Vielleicht auch nicht. Nee, das ist die Sonne. Okay, dann folgen wir mal dem Pfeil. Vielleicht ist das dann mein Schiff. 6 Kilometer schon. Meine Güte. 6 Kilometer schon weg. Oh, wo ist es? Wartet mal, da unten sind Zielanzeigen. So, da muss es irgendwo sein. Okay, da ist es. Halt. Okay. Zack. Jetzt draufhalten. Okay. Ach Gott. Und jetzt geben wir Vollgas. Jawohl, das funktioniert. Wir können uns bewegen. Okay, wir kommen jetzt auf Annäherungskurs. Jetzt geben wir hier mal ein bisschen Hackengas. Wir haben nicht ein bisschen was gut zu machen. So, wir sind auf 20 Meter die Sekunde Annäherungsgeschwindigkeit. Auch wenn ich scheinbar in irgendeiner Form drifte. Ich weiß es noch nicht wie, aber ich drifte auf jeden Fall. Wir müssen mal gucken. Jetzt holen wir uns mal ran an das Schiff. Okay, jetzt hier kommen die guten alten Kurbelreflexe durch. Immer schön langsam mit dem RCS. Wir haben auch noch eine ganz gute Fuel-Anzeige auf dem RCS. Wow. Komm runter mit der alten Nase. Okay, wir kommen näher. Das ist gut. So. Puh, ich glaube, ich trinke erstmal einen Schluck, während wir rangleiten. Wir scheinen auch wieder ein bisschen wegzukommen. Muss man hier sehr vorsichtig mit umgehen mit der Maus. So, ich gehe da jetzt mal drauf. Da sind auch irgendwelche Sachen, ne? Aber das Display ist sehr schlecht dafür. Okay, wir müssen ein bisschen höher, wie es aussieht. Und ein bisschen weiter nach rechts. Ah, navigieren in 3D. Wundervoll. Okay. Mal schauen, jetzt müssen wir uns hier erstmal ranschleichen an das Ding. Ja, den Antrieb, ich habe so die Befürchtung, dass in diesem anderen Modul die Bauteile drin sind, um das Teil zu reparieren. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen bremsen. Sonst schüsseln wir da gleich dran vorbei. Okay. Na, guck mal. Jetzt sind wir schon mal in einem ähnlichen Geschwindigkeitsvektor. Nur noch 1, irgendwas Meter Abweichung. Okay. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, in welche Richtung wir abweichen. Okay, ich halte mal unsere Kiste still. Komm her. Nicht abhauen. Jetzt haut er wieder ab. Hier geblieben. Nicht einfach wegfliegen. Komm schon. Warum fliegt das weg? Okay, jetzt fliegt es nicht mehr weg. Ein bisschen weiter nach links. Oh Gott, das ist echt schwierig zu steuern. Okay, jetzt haben wir schon mal die Seitwärtsbewegung ausgeglichen. Fast. Jetzt die Runterbewegung. Jawohl. Seitlicher Drift. Okay, ich glaube, ich krieg's hin. Wir kommen in greifbare Nähe. Jetzt muss ich langsam mal bremsen. Okay. So. Alter. Wir haben mal so übertrieben die Triebwerke aktiviert, ne? Okay. Okay, das ist mein Reste-Shit, ne? Oh, okay. Match Velocity available. Ja, würde ich gern machen.
Wie matche ich denn die Velocity? Mit M? Oh Gott. Freunde, ich bin so aufgeregt. Hier, nix Match Velocity. Papa macht das von Hand. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo mein Docking-Port ist. Oben drauf, ne? Ach du Scheiße. Okay, jetzt müssen wir hier mal irgendwie raus in diesen Docking-Modus. Mal gucken, was dann passiert. So, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Okay, wir drehen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber wir drehen jetzt mal, so wie die Pfeile zeigen. Irgendwas Komisches passiert. Irgendwas noch viel Komischeres passiert. Oh Gott. Völliger Kontrollverlust. So. Ich probiere jetzt mal den Pfeil in die Richtung von dem Pfeil zu schieben. Gucken, ob das so hinhaut. Wir entfernen uns auf jeden Fall gerade wieder. Ich sehe gar nichts. Muss ich hier was sehen? Okay, geht erstmal noch nicht so gut. Wir entfernen uns auch langsam wieder. Was ist das denn? Was ist das? Jetzt hat mich gerade meine Neugier ein bisschen gepackt. Ist das noch ein anderes Schiff? Guck mal, das sieht doch aus wie ein Schiff, oder? War das eben schon da? Komm schon, zieh die Nase hoch. Meine Güte. Also die Maussteuerung, weiß ich nicht. Hätte ich, glaube ich, nicht so gelöst. Das ist doch auch ein Schiff. Oder? Ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Schiff. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, ihr wollt ein Docking sehen. Ja, ich würde ja gerne docken, aber... Was ist das da? Freunde, das ist ein Schiff, oder? Und ich will jetzt nicht sagen, dass das steuert, aber das steuert. Da sitzt jemand drin. Ha? Shipwreck oder was? Oh ja, oh ja. Ich kann vielleicht kein Raumschiff fliegen, aber ich kann euch euers kaputt machen. Oh ja, Papa hat nämlich eine Knarre. So, weh, haut ab. Ach nee, scheiße, das wollte ich gar nicht.
So, Papa geht das andere Schiff überfallen. So sieht's nämlich aus. Oh, Papa ist irgendwie wogegen gefallen. Ich glaube, ich bin lost in der Erdschleuse. Sehr schön, da ist die Luftschleuse. Wartet auf mich. Natürlich gehe ich jetzt Eva und greife die an. Ich habe keine Ahnung, wie ich mein Schiff fliegen soll. Also mache ich das einzig Logische. Ich schnapp mir ihr Schiff und guck mal, ob es da was Verwertbares gibt. Oh, ich hätte vielleicht den Sauerstofftank aufladen sollen, aber hey, irgendwas ist immer. So, Freunde, jetzt kommt der kleine Überfall. Mal gucken, ob ich das hinbekomme, ohne vorher einfach stumpf an Sauerstoffmangel zu sterben. Wir gehen da jetzt mal rein und entern den Hobel. Ja, möglicherweise wird mir auch mein Schiff unterm Arsch weggeklaut. Das weiß man vorher ja nie so genau. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, der ist doch schon 3 Kilometer weit weg, bis das hier offen ist, ehrlich. Ja, Space Pirate. Oh ja. Und los geht's. Und außer und Tür. Komm schon, mach auf den Scheiß. Okay. Muss ich mir Sorgen machen, dass ich gar keine Oxygen-Anzeige und so habe? Naja, wo keine Anzeige ist, kann auch nichts kaputt gehen. Wo ist er? Ich weiß, dass er hier irgendwo ist. Das bin ich. Er muss doch hier irgendwo sein. War doch eben noch hier. Das ist total doof, ohne Anzeige zu arbeiten. Möchte ich nochmal am Rande erwähnt haben. Ist er vielleicht auf der anderen Seite von meinem Schiff? Wo ist er denn hin? Bin ein bisschen enttäuscht, ne? Und diese verkackte Sonne. Das macht mich fertig. Hier ist nix. Und mein ganzer Radar-Overview ist auch irgendwie komplett am A. Das ist meins. Ich war gerade ein bisschen geschockt, aber nein, das ist meins. Hier ist keiner. Keiner da zum Stress machen. Ärgerlich. Jetzt wollte ich mal Space Pirate sein, ist er wieder abgehauen, ne? Die wussten schon, was ich vorhatte. Okay, muss ich mich wohl doch leider mit der Steuerung des Schiffs beschäftigen. Ist ja ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Okay, aber erste Sache ist, wir laden jetzt gleich mal der Gerät auf, damit ich nicht noch mal so halbnackt ins Weltall springen muss. Verdammt. Ich brauche irgendeinen schnelleren Exit-Modus. Ich glaube, das nächste Mal schieße ich mich einfach stumpf mit dem Airlock raus. Das funktioniert ja so nicht. Also nächstes Mal machen wir spontane Dekompression, damit ich den auch noch erwische. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder jemanden finden. Aber ich habe schon eine Idee. So, hier gab es doch irgendwie. Ach, warte mal. Ich muss noch Repressorise drücken. Na komm. Tu es. Ich kann nur nicht mehr fliegen, weil ich so viel getrunken habe. Oh, Oxygen 23%. Es wäre eine sehr nützliche Information gewesen da draußen, lieber Anzug. Aber das könnte auch an dem Suit Power von null liegen. Mein Strom scheint alle zu sein vom Anzug. Also ich muss das Ding jetzt erstmal aufladen, bevor ich mein nächstes Entermanöver mache. Aber ich habe eine coole Idee. Ich klaue mir einfach ein Schiff. Von irgendjemandem. Also, ich hole die ran mit einem Distress Call. Komm. Danke. Ah, jetzt habe ich sie auf und wieder zugemacht. Mann, blöder Knopf. Also, die Knöpfe funktionieren bei Take on Mars besser. So. Jetzt erstmal das alte Helmvisier auf, bevor ich hier elendig ersticke. Meine Güte, ist das komplex. Oh, wartet, wartet. Wir haben was gelernt beim letzten Mal. Und das war, kriech nicht mit dem Kopf zuerst
in die Schwerkraftzone rein. Denn es tut weh. Und es soll weh tun, weil es ein Fehler ist. Wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Leiter? Hier ist doch irgendwo eine Leiter gewesen. Da. Komm schon, nimm die Leiter. Er nimmt die Leiter nicht. Na gut, dann gehe ich halt mit den Füßen zuerst runter. Das wirkt wenigstens ein bisschen erwachsener. Schwerkraft. Pop. Ah. Ja, langsam werde ich zum Weltraumprofi. Okay, ich glaube, das können wir mal wieder zumachen. Und ich bin nicht paranoid, aber wir machen mal dieses Lock an. Erinnert mich bitte dran, wenn ich rausgehe, ne? Dass ich das ausschalte. Also, im Sinne von... Oh, und da fällt mir was ein. Oh, Jackpot, Jackpot, Jackpot. Hahaha, wie gut ist das denn? Ich habe so viel Munition, ich kann sie schon nicht mal mehr tragen. Oh ja. Okay, mach mal zu. Kann man später noch brauchen. Ich bin ein Space-Pirat, habe ich jetzt beschlossen. So, jetzt müssen wir einmal an die Ladestation runter. Ich hoffe, ich habe die Tür ordentlich abgeschlossen. Und es ist angucken. Und dann muss ich mal unbedingt rausfinden, wie ich dieses Raumschiff zum Fliegen bekomme oder FTLen kann oder irgendwas. Irgendwas muss ich auf jeden Fall machen. So, was ist da? Oxygen Power, ja, das bist du. So, zack. Zack. Also, ach, guck mal, da gibt es sogar Nitro. Yep. Und, ach, Engine Fuel. Non. Es ist so einfach. Ich habe einfach keinen Sprit, Freunde. Deshalb kann ich meinen Tank nicht hochfahren. Engine Fuel. Non. Ah, scheiße. Ja, vielleicht haben die anderen ja Engine Fuel. Oder, oh, es gab Asteroiden. Aber ich habe nichts zum Abbauen. Scheiße. Okay, ich habe ein gefülltes Jetpack. Das muss ich jetzt noch irgendwo... Kann man hier Strom? Hier ist Strom zum Laden. Okay. Dann laden wir das mal stromtechnisch auf. Und ich werde mir währenddessen mal einen Kopf machen, wie ich... Ich glaube, ich mache mal einen FTL-Jump. Zu so einem Asteroiden oder sowas. Mal gucken. Erstmal setze ich mich hier auf meinen Sitz. Also, dafür, dass es ein Space-Survival-Game ist, muss ich bisher sagen, ich spiele es jetzt eine Stunde 20, sagt meine Stream-Anzeige. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber es ist super geil. Okay, ich mache jetzt mal den FTL an. Und dann warpen wir mal irgendwo hin, würde ich sagen. Mal gucken, vielleicht können wir uns ja irgendwo... Ich weiß es nicht. Okay, FTL ist an. Jetzt haben wir hier... War das der? Ne, hier war ein Nav-Button, genau. Damit konnte ich irgendwie... Zoom to Parent. Gibt es hier noch einen Parent von? Nee, ne? Hellion System. Okay, da soll ich wohl sein. Hier ist eigentlich ganz nett, aber Objekte im Orbit 3, Objekte im 2, 3, nix. 2, 3. Da steht gar nichts. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. So. Ich habe keine Ahnung. Ja, Stunde 20 und noch niemand gekillt. Aber ich Stunde 20 und noch nicht gestorben. Man muss das auch mal so sehen. Ich bin auch noch nicht draufgegangen. So, was sind hier für Objekte im Orbit? Sag jetzt nicht drei Planeten. Oder drei Monde. Burner. Everest Station. Wow. Everest Station? Gibt es die Station? Kann ich nichts mit anfangen irgendwie. Oh, jetzt passiert irgendwas. Everest Station. Oh, hatte ich mir irgendwie stationiger vorgestellt. Gibt's hier irgendwas? Scheinbar nicht. Ich
Muss man immer super wild rumklicken, bis mal irgendwann was passiert. Jetzt. Ah, Freunde. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwie sehen kann, wie viele Spieler auf dem Server sind. Okay, wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt hier. Objekt im Orbit 10. Das scheint ja prinzipiell eine gute Sache zu sein. So. Jetzt muss ich nur mal klarkommen. Das bin ich. Richtig? Nee. Wo bin ich denn? Asteroid. Ich will jetzt zu diesem Asteroiden fahren. Was haltet ihr davon? Das war's? Man klickt da einfach hin und dann warpt der dahin? Hier. Acceleration too high. Insufficient fuel. Acceleration too high. Ach, was weiß ich. Initialize. Hammer, warpen wir jetzt? Irgendwas passiert jetzt scheinbar. Wahrscheinlich gehen wir drauf. okay, ich hab hier mal diesen Warp Drive angeschmissen. Ich habe keine Ahnung, was ich tue, aber ich habe mal den Warp Drive angeschmissen. Einfach nur, weil ich's kann. Hallo, Eiona. Ich hoffe, Eiona ist richtig. Und willkommen bei den Kerbonauten. So, du siehst hier professionellste Warp-Reise. Also wir starten scheinbar in 43 Sekunden, wenn ich das richtig verstehe. Was, hoffentlich ist das da unser Startfenster. Und in 4 Minuten 31 sind wir da drüben. Was ziemlich lange ist dafür, dass wir schneller als Licht fliegen. Was macht eigentlich Scan? Oh, jetzt macht's Wellen. Ich scanne Sachen. Ping. Da wäre auch ein Asteroid gewesen, ne? Aber ich glaube, das ist alles ziemlich weit weg. Oh, was passiert denn jetzt? Weiß nicht, was hier los ist. Ist das mein Warpfeld? Warp ich schon? Muss ich mir irgendwie Sorgen machen? Irgendwie passiert nicht allzu viel gerade. Auch irgendwie an meinem Sitz festgewachsen. Oh Gott. Ist alles ganz schwummerig. Ist das Warp? Guck mal, alles ist komisch. Oh. Warp ich gerade irgendwo hin? Die Sonne sieht so normal aus. Ich sehe nicht so aus, als ob ich warpe. Ich habe mir das irgendwie warpiger vorgestellt. Also außer, dass es echt laggy ist jetzt, ist nicht viel passiert. Uiuiui, alles ein bisschen schummerig hier. Ich glaube, das liegt aber nicht an meinem Whisky. Das liegt irgendwie am Spiel. Ich weiß nicht, was gerade los ist, aber ich glaube, mein Anzug müsste fertig geladen sein. So. Einfach mal im Weltall auf Knöpfen rumdrücken. Was kann schon schlimmstenfalls passieren? Erfahrungsgemäß eine ganze Menge, aber was ist eigentlich da drin? Oh, was ist das eigentlich? Eine Batterie.
Verrückt, kann ich damit vielleicht meinen Anzug aufladen? Und was ist da drin? Ist da vielleicht Treibstoff drin? Das wäre total witzig. Dip, dip. Aber dieses rote Zeichen ist wahrscheinlich ein Zeichen für leer. So. Refining. Auch diese Knöpfe da nerven mich. Nö. Nö, da gibt's nix. Dumm, dumm, dumm. Hypoxie? Ich hoffe nicht. Aber irgendwie ist gerade schwummerig. So. Ist das jetzt fertig geladen oder dauert das noch länger? 100%. Hervorragend. Ich bin vorbereitet. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt den Distress Call Button an. Oh ja. Wir betteln jetzt um Hilfe und der Erste, der kommt, den überfallen wir. So sieht's nämlich aus. Hoffentlich hat schon jemand rausgefunden, wie man diese Schiffe fliegt. Ha, ha, ha. So, Freunde. Aber nicht desto trotz versuche ich trotzdem noch irgendwie dieses Schiff zu fliegen. Gott, oh Gott, oh Gott. Also, das mit dem Warpen hat ja nur so eingeschränkt gut funktioniert, würde ich jetzt mal sagen. Wo ist jetzt mein Nupsi-Ding? Da ist mein Nupsi-Ding. Ich probiere mal, wo... Ich weiß nicht, was er mir damit sagen möchte. 187 Minuten, 10 Sekunden. Nee. Wir warpen mal einfach ein bisschen weiter. Das Spiel leckt gerade ein bisschen. Also es ist so squishy, aber jetzt nicht doll. Aber es ist schon ein bisschen komisch. Auf jeden Fall. Was ist das hier? Oh, guck mal, der sieht doch aus, als ob er weit weg wäre. Nee, ist immer noch... Aber wir gehen mal zum anderen Planeten. Ich will mal was anderes sehen. Immer nur das Gleiche. Wir gehen mal richtig nah an die Sonne ran. 6 Objekte im Orbit. Das kann nur super sein. Ein bisschen Sonne tanken. So, was gibt's denn hier? Oh, guck mal, hier sind überall so Wolken. Ob das Spielerschiffe sind? Add Custom Orbit. Oh. Oh, das kenne ich. Das ist wie Kerbel. Ich möchte gern hier hin. Zack. Okay. Jetzt kommt auch kein komisches... Jetzt kommt auch kein komisches Warnzeichen mehr. Wir probieren das einfach mal, würde ich sagen. Initialize. Es kann ja nicht mehr schlimmer werden. So. Mal gucken, was jetzt passiert. Initialisierungszeit, 1 Minute irgendwas. Es wird also spannend, ob wir tatsächlich jetzt irgendwohin warpen werden. Oder ob wir einfach da versauern im Orbit von Hirat. Ich will da und Map drücken, das ist... Ich habe voll Kerbal Space Program Probleme. Ich glaube, ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser zwischendrin. So. Ja. Jetzt schauen wir mal. Ach, meinst du, es ist schlimmer geworden, Michael? Ich finde, eigentlich ist unsere Situation noch besser geworden. Das ist spannend und wir warpen vielleicht bald irgendwo hin. Vielleicht zerstören wir uns auch. Ich weiß es nicht. Kann man jetzt sehen, wann es losgeht? Hui, lila Strich. Ich mag lila Striche. Iblit. Das sind wir. Nehme ich an. Irgendwo in der Nähe von Iblit. Ach Gottchen, hier sieht es aber auch schlimm aus. Oh, wie lange noch? 30. Immer noch 30. ...143.
Hä? Heißt das, wir sind schon unterwegs? Ach, Freunde. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach noch nicht implementiert im Spiel. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall konnte man irgendwie ein bisschen fliegen. Mit den RCS-Düsen. Aber der Hauptantrieb geht natürlich ganz schlecht ohne Fuel. Und ich weiß nicht, was in diesem Container war. Mittlerweile habe ich auch alle Kontakte verloren, weil ich wahrscheinlich irgendwo hingedriftet bin. Oder ich bin tatsächlich gewarpt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so ein bisschen lost in space, muss ich sagen. Wir warten 143 Minuten, bis was passiert. Nee, ich glaube, das machen wir nicht. Sondern, was wir jetzt machen, ist, glaube ich... Habt ihr Bock, dass wir das nochmal neu starten und gucken, wenn die... was in dem Container ist? Der ist ja da in der Nähe, dass bevor ich mit dem Schiff irgendwie losassel, gucke ich mir mal an, was in diesem Container drin ist. Ob wir da... irgendwas haben. Ja, das Engine-Status offline sagt, dass er nicht hochfahren will, weil... Und jetzt rate mal... Wir keinen Sprit haben. Und leider bin ich irgendwie mit dem RCS-Fuel von meinem Ziel weggedriftet. Weil hier passiert, glaube ich, nichts. Und ich habe so das Gefühl, dass das Warpen nicht richtig funktioniert. So. Ich mache mal einen Respawn. Ja, ich möchte respawnen. Ich bleibe auf dem Server. Das ist eigentlich ganz nett hier. Mal gucken, was... passiert, wenn ich respawne. Oh, ich muss scheinbar... A fresh start. Oder wollen wir mal auf einem random Outpost starten? Man kann auf einem Außenposten starten. Das klingt wie ein bisschen Action. But you know that you are not safe here. Ich glaube, ich starte mal auf einem Outpost. Einfach, um mal was anderes zu machen. Wenn ich dann draufgegangen bin, können wir uns immer noch die Containerbox angucken, was da drin ist. Outpost. Dinge kaputt machen. Leute erschießen. Habe ich eine Waffe? Ich habe unterstellt, dass ich eine Waffe habe, oder? Schauen wir mal. Dann werden wir es ja gleich sehen. Oh nein, ich bin in einer beschissenen Kapsel drin. Verdammte Axt. Och nö. Aber ich sehe eine Waffe und das ist das Erste, was ich in meine verdammten Fingerchen nehmen werde. Ah, schnell, 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 schnell. Waffe, 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 Waffe. Okay. Munition. Hat jemand Munition hier liegen lassen für mich? Nein, aber gut. Keine Munition. Ist da drin irgendwas Sinnvolles? Ein Anzug. Na gut, wir ziehen den mal sicherheitshalber an. Wie? No suit equipped. Das ist mir schon klar, dass ich keinen Suit equipped habe, weil ich will ja jetzt einen nehmen. Achso, scheiße. Häng dir das mal. Arr! Okay, wir lernen, man kann sich keinen Raumanzug anziehen, wenn man mit beiden Händen ein Sturmgewehr trägt. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich mache das morgens immer so. Aber offensichtlich nicht in diesem Spiel. So. Nee, nee, mach mal auf das alte Visier. So. Zack. So, und jetzt gehen wir mal gucken, ob wir hier neue Freundschaften schließen können. Und wir nehmen sicherheitshalber mal so ein paar Sachen mit. Die werden hier sicherlich nicht umsonst liegen, aber ich nehme nur die mit, die nicht irgendwie komplett im Arsch sind. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Zack. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Munition, weil bisher sieht es einfach nur bedrohlich aus. Aber ich habe null Schuss. Düdüm. Mäh. Gibt es hier irgendwelche, die nicht rot sind? So. Distress Calls wollen wir nicht. Verdammt, hier muss es doch Munition geben. Ah, Ohrkanister kann man auch mitnehmen. Alter. Da ist schon jemand drin, oder?
noch jemand in der Kapsel drin. Oh Gott, ich habe ein bisschen die Hose voll. Okay, bis hierhin alles easy peasy. Dinge drehen sich. Ich brauche aber immer noch Munition. Wenn ihr ein Munitionsfach seht, sagt ihr mir das. Oh Gott, das ist ja auch überhaupt nicht unübersichtlich hier, ne? Ah, Ammo Supply. Sehr gut. Komm. Sagt das da Munition. Shit. Ich hatte sowas befürchtet. Ach, guckt mal. Coolerer Anzug. Ich nehme mal den cooleren Anzug. Einfach nur, weil ich mal ausprobieren möchte. Ach, warte mal. Zack. Zack. Ja. Komm schon, zieh ihn an. Oh Mann, oh. Ach so, hier oben kann man Remove Outfit drücken. Kann man nicht? Och Mann, oh. Aber ich wollte doch einen schicken Anzug anziehen. Ich bin nicht panisch. Was ist da drin? Nichts. Aber muss doch. Okay, Remove Outfit. Habe ich jetzt 200 Mal gedrückt? Magst du jetzt bitte den anderen anziehen? Mag er nicht. Okay, ich ziehe den Hesslund-Anzug an. Ist in Ordnung. Ne, das habe ich schon. So, erstmal schön Unordnung schaffen. So, Jetpack nehmen wir auch sicherheitshalber mit. Falls ich in den Zero-G-Bereich komme. So, ändert aber nichts daran, dass ich immer noch Munition brauche. Oh, apropos Zero-G-Bereich. Ich glaube, da draußen ist so richtig Zero-G. Okay, hier wollen wir nicht sein. Nicht in der Luftschleuse bleiben, wenn andere Leute dich umbringen können. So. Gut. Hier kommt garantiert gleich jemand aus irgendeiner Ecke und ich mache mir in die Hosen vor Angst, ne? What? Military Railgun Sniper? Ihr hattet mich bei Railgun. Schade. Ich brauche unbedingt Munition. Oh, shit. Ist hier schon wieder? Oh, hier kann man irgendwie hoch. Gut, dass ich ein Jetpack mitgenommen habe. Schauen wir mal, ob es mir irgendwas bringt. Ja, 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 ja. Papa sieht Munition. Wir werden gleich die Raygun testen. Muss man nur erstmal unglaubliche Mengen an Munition krallen. So, jetzt gucken wir mal, ob man die Raygun auch. Ah, oh, gleiche Munition, oder? Jawohl. Kann man damit zielen? Zoom in. Aim down sight. Ah, guck mal. Nicht schlecht. Wie sieht die andere aus? Auch nicht schlecht. Ich glaube, hier im engen Raum mag ich eher die Schnellfeuerwaffe. So. Okay, ich habe eine coole Waffe. Ich bin in irgendeinem gigantischen Außenposten oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Und das ist ein roter Knopf. Und wir gehen da einfach mal durch. Jetzt würde ich eigentlich gerne wieder zu dem Typen zurück, der da in seiner Kapsel lag, ne? Ja, natürlich Projektilwaffen in einer Raumstation. Das sind ungefährliche Projektile. So, wartet mal. Jetzt muss ich nur kurz gucken.
Ja, Knochenbrecher. Aua. Oh, bin so dumm gefallen. Ich habe tatsächlich meine Waffe verloren, ne? Komm schon. Mach mich nicht fertig. Wo ist meine Waffe? Ich will mein Gewehr zurück. Nehmen wir halt das da. Ist ja nicht so, als ob es hier nicht genug geben würde. Hihihihihi. Ich habe scheinbar alles verloren, irgendwie gefühlt. Okay, also jetzt ganz vorsichtig. Hui. Und abwärts. Jetzt noch die Tür finden. Oh Gott. Ich möchte keinen Shooter in dieser Umgebung spielen. Ehrlich nicht. Das ist unglaublich anstrengend. Oh Gott, gleich kommt wieder Schwerkraft. Hä? Hier war ich doch gerade eben. Nein. Schwerelosigkeit ist nicht gut für mich. Und Alkohol wahrscheinlich auch nicht. Aber unabhängig davon, dann ist das wohl diese Tür dort, aus der ich kam. Ach, guck mal, man kann hier voll gut an der Decke hängen einfach. Oder an der Wand. Und auf Leute lauern. So, ich muss ja irgendwo da drüben hergekommen sein, wo der Typ... Au. Ja. Au. Nimm bitte. Finde ich auch cool, dass er dann auch mal stumpf die Waffe verliert. So, wo bist du? Er sitzt da noch drin. Na komm, Putzi. Will er nicht rauskommen, ne? Oh, jetzt ist er weg. Aber hier ist Spawnpoint, würde ich meinen. So, was gibt's hier noch Schönes? Aber wir könnten natürlich auch mal draußen gucken. Autsch. Einfach nur, um zu gucken, wie groß diese Station ist. Ich würde gerne mal wissen, was da draußen abgeht. Hast schon... Also für ein Early Access... Wow! Und wieder rausgezappt. What the fuck? Wow. Wow, ist die groß. Oh, wow. Ich fliege erstmal zum Eingang zurück, damit wir alle wieder ein bisschen klarkommen. Man kann in der Schwerelosigkeit schießen. Okay, ja gut, also dass das technisch geht, war mir irgendwie auch voll klar. Ich wollte nur wissen, ob es prinzipiell funktioniert. Eigentlich müsste ich irgendwie Rückwärtsdrall bekommen dadurch, aber na gut. Bekomme ich offensichtlich nicht. So, wir verschaffen uns jetzt mal einen Überblick über diese Raumstation. Oh, okay, das ist ein bisschen laggy. Muss man der Fairness halber dazu sagen. Das mag jetzt natürlich auch an meinem Rechner liegen. Da drüben ist wieder so ein kleines Dödelraumschiff. Vielleicht... Denkt ihr auch, was ich denke? Oh ja, vielleicht wohnt ja da jemand in dem Raumschiff. Ich will zumindest mal nachgucken. Space Pirate. Space Super Pirate. So, jetzt muss mal der Space Pirate kurz mit seinem RCS klarkommen. Hallo, Freunde. Es wäre eine Schande, wenn plötzlich jemand in euer Schiff einsteigen würde, ne? Ist ja der gleiche Server, auf dem ich eben war, also spricht ja prinzipiell nichts dagegen, dass dort jemand drin sein könnte. Komm schon. Oh, er lässt mich nicht interacten, ne? Achso, warte mal. Da waren sie wieder meine 10 Probleme.
Zack. Wahrscheinlich waren sie wieder so realitätsgetreu, dass man sich natürlich mit einem Gewehr in der Hand auch wieder nirgendwo festhalten kann. Natürlich. Okay. Klopf, klopf. Ach. Auf mit der alten Tür. Oh, lässt er mich nicht. Okay, Luftschleusen scheinen gesichert zu sein. Warum depressurizen, wenn man reingehen kann, wie der Wirbelwind, aber der Knopf funktioniert nicht. Schade. Schade, schade. So. Ich hoffe ja inständig, dass da jemand drin ist. Inständig hoffe ich es. Wahrscheinlich erschießt er mich dann gleich, weil er hinter der Tür wartet oder so, aber... Okay, so weit, so schlecht. Oh Gott, ich möchte niemals im Weltraum echten Krieg machen müssen. Das ist ja unglaublich. Zack. Repressurize. Inner Door kann man also auch nicht aufmachen, bevor es nicht ausgeglichen ist. Also so Überraschungsangriffe stelle ich mir schwierig vor. Außer natürlich, man kommt hinten zur Laderampe rein. Die hat aber garantiert keinen Öffnungsmechanismus von außen. Wäre zumindest selten dämlich. So, ich bin sehr gespannt, ob hier jemand wohnt. Okay, 2, 1, Risiko. Hier ist schon mal keiner. Okay. Ein Gewehr fehlt. Anzüge sind komplett. Pilotensitz sitzt auch keiner. So, untere Etage. Ne, das scheint ein frisch gespawntes Schiff. Ah, das ist also das, was hier liegen sollte. Altcorp Drills. Jetzt schauen wir doch mal, ob das Schiff hier Treibstoff hat. Das wäre ganz witzig. Können wir mit der Nupsi abhauen. Engine Fuel None. Verdammte Axt. Aber wir haben eine ganze Station um die Ecke. Es muss ja irgendwo Engine Fuel geben. Also okay, wir haben jetzt also ein Schiff, das potenziell auch mit Ausrüstung bestückt ist, um zu minern. Und das Einzige, was wir jetzt brauchen, wir haben auch so ein, guck mal, ich habe hier so einen Ore-Container oder einen Ressourcen-Container. Ich hoffe mal, mit dem kann man alles Mögliche einpacken. Wir können jetzt natürlich mal auf der Station gucken, ob wir irgendwo so einen Anzapfstutzen finden. Das sieht echt gut aus, die Kiste hier. Das sieht echt gut aus. Okay. Ja, ich glaube, wir gehen hier raus. Ist das eine schlaue Idee, hier rauszugehen? Ja, eigentlich können wir das so machen. Oh, wartet mal, ich muss irgendwie eine Tür zumachen, ne? Diese hier nämlich. Sonst wird es hässlich. So. Geht jetzt hier der große Alarm los? Ich weiß nicht. Hat er schon angefangen? Können das natürlich auch wie die Männer machen.
Ich will das Schiff nicht kaputt machen, dann ist der ganze Sauerstoff raus. Das sieht nämlich eigentlich ganz gut aus. Wir machen das jetzt wie vernünftige Leute. Wir gehen zur Tür raus. Okay, aber die Kiste an sich sieht gut aus. Wir schweben jetzt mal schnell zur Station rüber und besorgen uns da irgendeine Art von Treibstoff. Mal gucken. Engine Fuel halt, wie das so heißt. So. Ich lasse keine Einwände gelten. Gott, ist alles schwierig hier. Schwerelosigkeit ist schwierig. Das ist mein Fazit von heute. So, innere Tür zu. Depressurize und Visier runter. So. Jetzt werden wir ja gleich sehen, ob da drüben jemand unterwegs ist, aber auf jeden Fall können wir da drüben schon mal gucken, ob wir Raketensprit kriegen, um mit diesem Schiff hier einfach abzuhauen. Das wäre natürlich ganz angenehm. Hauptsache, ich finde den Eingang schnell genug. Ich habe nämlich nur noch 46 Einheiten Oxygen. Das ist auch nicht so viel. Aber so ganz spannend und ich glaube, gerade in der Gruppe könnte ich mir das Spiel echt lustig vorstellen. Wenn man noch so ein bisschen verstanden hat, wie es insgesamt funktioniert. Da schwebt noch mein Gewehr. So, jetzt muss ich erstmal die Station wiederfinden. Orientieren, orientieren, orientieren. Da in die Richtung ist angeblich die Station, oder? Ja. Hallo Gewehr. So, die Tür können wir gleich offen lassen. Wenn jetzt kein anderer kommt, ist das ja egal. Und das da sieht ziemlich nach Live-Support-Modul, Live-Support-Modul sage ich schon, nach einer Docking-Kammer aus. Ja. Geht ja doch schneller als gedacht, einen Eingang zu finden. Wow, 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 wow. Langsam. Langsam. Oh, warte mal, das ist. Ah, das ist überhaupt kein Dockingport, oder? Nö, aber man kann einfach die Tür aufreißen. Nee, oder? Es gibt nicht von außen einen Hebel für entlüfte das Ding mal. Doch, gibt es. Hihihihihi. Okay, halt mal kurz still, Junge. Oh, ist alles nicht so einfach hier. So. Nee, zu viel getrunken haben sollte man nicht. Ich merke das gerade selber. Ist alles gar nicht so einfach im Moment. Es leckt so ein bisschen, weil die Station so groß ist. Ich habe vielleicht ein paar Schluck Whisky getrunken. Und dann ist auch noch Schwerelosigkeit. Das ist alles nicht ganz einfach, kann ich euch sagen. Oh Gott, nicht im Luftstrom sein. Oh, ich war überhaupt nicht in der Nähe. Völliger Blowout. So. Jetzt hier aber Vollgas. Wieder zurück. Okay, wir haben noch RCS-Fuel. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, alle von euch, die die Kohle für das Spiel übrig haben, ihr müsst unbedingt mal dieses RCS-Fliegen ausprobieren. Das macht super viel Spaß. Ist sehr geil. So müssten Kerbal-EVAs sein. Das wäre der Hammer. Also, wenn Kerbal Space Program solche EVAs bieten würde, dann würdet ihr mich gar nicht mehr irgendwas anderes spielen sehen. Und Knarren vielleicht noch. Nein, Kerbal sollte keine Knarren haben. So. Rein da jetzt. Gott sei Dank. So. Ja, Oxygen is low. Das habe ich auch schon verstanden. So, jetzt machen wir gleich mal wieder die Männervariante für. Nein! Nein! Nicht den Abdeck-Nupsi-Ding. Du sollst die. Pull-to-Undock? Nee, das ist auch nicht. Wo ist denn diese Türkontrolle? Verdammt. Jetzt geht mir aber langsam die Zeit flöten hier. Los, mach die Tür zu. So, zum Glück geht das hier alles ein bisschen schneller. Jetzt klatsche ich mich einmal nach hinten an die Wand. Wo ist die andere Türkontrolle da? Mann, 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 das wird ganz schön knapp. Mal auf den Deckel. Oh, es baut sich schon Druck auf. Oh, es macht Tür auf. Okay. Sehr schön, das ist schon besser. Das ist doch schon mal viel, viel besser. So. Wir sind wieder an Bord.
Oh, und es ist wieder Schwerkraft. Also, dieser Wechsel zwischen Schwerkraft und Nicht-Schwerkraft, da könnte man auch irgendwie mal ein Schild hinhängen, sowas wie Achtung, Schwerkraftzone oder sowas. Irgendwas, was einen darauf hinweist, dass man sich gleich das verdammte Genick brechen wird. So, was gibt's denn hier Schönes? Power Supplies interessiert nicht. Artificial Gravity Control interessiert auch nicht. Zeug. Sieht aus wie ein Raumschiff in sehr viel größer. Okay, hier ist schon mal kein Sprit zu haben. Da geht's lang. Ja, ich bin komplett planlos. Da gebe ich dir recht, Jack. Oh, ein Warpcore. Warpzelle. Da gebe ich dir komplett recht mit, weil ich das Spiel aber auch vorher noch nicht gespielt habe. Und das ist meistens aber so bei Early Access Spielen. Also Kerbal Space Program war früher auch so. Du hattest eine unglaublich hohe Einstiegshürde, weil dir keiner was erklärt hat. Dieser Schattenwurf hat mir gerade einen Mini-Herzinfarkt verursacht. Ach, den Raum kenne ich schon. So. Okay, also. Hier war 0G und es ging hoch nach oben. Okay, wir arbeiten jetzt von der 0G-Tür. Wir gehen jetzt die erste rechts davon. Mal gucken, ob wir irgendwo Ressourcen für unser Schiff finden. Hier sind Anzüge drin. Schade, dass ich auch den Anzug nicht tauschen kann, ne? Oh, nein, hier ist schon wieder 0G. Ich muss mehr auf diese Schilder achten. Also hier gibt's wohl nichts. Au, au. Oh, und jedes Mal verliert er die Knarre. Also witzig gemacht, aber auf Dauer nervt's ganz schön, wenn man jedes Mal die Knarre wieder aufheben muss. So, also nächste Tür. Wir sind auf der Suche nach Treibstoff für unser Raumschiffchen. Oh, das war cool. Hier ist zwar auch schon wieder 0G, aber halbrunder Gang. Mal gucken, was passiert. Erinnert mich übrigens vom ganzen Look her. Ich weiß nicht, wer von euch die Expanse geguckt hat. Das ist eine Science-Fiction-Serie. Gibt es auf Netflix und ich glaube auf Sci-Fi läuft sie auch. Sehr zu empfehlen. Vom Look her, wie gesagt, erinnert es mich ziemlich daran. Alles so ein bisschen schmutzig. Technisch, komisch und Schwerkraft, go. Ah, wenn man auf den Füßen landet, bricht man sich auch gar nichts alles. Okay, ich werde langsam richtig guter Anti-Gravity-Kämpfer. Da liegen haufenweise so komische Pads, das macht mir ein bisschen Sorgen. Und ich habe mich jetzt, glaube ich, auch komplett verlaufen. Ach nee, CO2-Filter. Hier hat jemand abgeladen, würde ich sagen. Hier hat jemand abgeladen. Ja. Nö. Da wollen wir nicht lang. Da ist erstmal Treasure kaputti. Was gibt's hier? Cargo Interaction Panel. Das war genau das, was ich gesucht habe. Komm, sag, dass du. Ha. Schade. Hier gibt es jetzt kein. Nur Deuterium, das war, glaube ich, für einen Warp-Antrieb. Können wir unseren Kanister hier anbauen? Okay, aber wir können hier Sachen mitnehmen. Oder auch nicht. Okay, den kann man da scheinbar nicht anbauen. Ja, dann ist er auch irgendwie nutzlos. Schade eigentlich. Okay. Also man kann hier irgendwas rumspielen, ja, von Refining. Ne, hier kann man jetzt scheinbar nichts rumspielen. Auf dem Schiff, doch, jetzt geht's. Keine Ahnung, wie die Knöpfe sind. Cargo. Ich hatte halt gehofft, dass man hier irgendwie Rocket Fuel finden kann. Aber kann man scheinbar nicht.
Ist das verschlossen? Hier hat sich doch jemand eingeschlossen, oder? Warum sieht das so plötzlich nach Luftschleuse aus? Machen wir lieber zu. Ach du Scheiße, ich habe auch nicht so viel Oxygen. Kann ich einen anderen Rucksack aufsetzen? Nee. Hier liegt ein anderer. Gucken, ob die kompatibel sind. Ja genau, du musst das ausgerechnet auf den drauf fallen. So. Nee. Okay, das geht nicht. Aber ich kann den hier, glaube ich, auffüllen. So. Zack. So, der schlechteste Moment, um sich erwischen zu lassen, während man gerade sein Jetpack auflädt. So. So. Und aufgeladen. So. Also ich gucke jetzt nochmal hinter diese Luftschleuse, insofern ich sie denn aufbekomme. Ich habe so das Gefühl... Jetzt geht's, oder? Jawohl. So, jetzt gucken wir mal, was hier draußen passiert. Das sollten wir wohl zumachen. Das ist tatsächlich eine Luftschleuse. Es ist irgendeine Art Docking Area. Das würde ich mir gerne noch angucken. Und dann ist, glaube ich, für heute auch erstmal genug. Dann haben wir auch... Wir haben jetzt schon gute 2 Stunden rum. Aber die Neugier treibt mich noch ein Stück weit voran. Das will ich mir auf jeden Fall noch angucken. Und wie gesagt, alle von euch, die das hier von der Optik mögen und die Expanse als Serie noch nicht gesehen haben, den kann ich das wirklich nur empfehlen, sich mal die Expanse zu geben. Ist auch eine Buchserie, auch sehr gut, aber für die, die es lieber in Fernsehform gucken, sehr, sehr gut. Und Emojack, ich glaube tatsächlich, das ist so ein Reinkommen-Ding. Ich merke ja jetzt auch schon, dass es besser wird mit den Evas. Also, dass man, wenn man auf den Füßen in die Gravitationszone kommt, nicht die Waffe verliert und solche Geschichten. Ich glaube, das ist alles eine Übungssache und man muss sich einfach dran gewöhnen. So, und jetzt schauen wir mal, wo wir hier gelandet sind. Bam! Riesige Räume. The fuck? Was auch immer man hier tun kann. Artificial Gravity Control. Door Control. Ein Drill mit Batterien. Open hier. Was kann man denn hier openen? Oh, Schränke. Yay, noch mehr Knarren. Schöner Raum. Ach, guck mal, das Geräusch ist auch geil. So gedämpft durch den fehlenden Luftdruck. Also eigentlich dürfte es ja gar kein Geräusch geben, aber es ist halt so gedämpft, weil es wahrscheinlich durch das Gehäuse übertragen wird. Was kann man hier noch so treiben? Das sind Docking-Dinger scheinbar. Oh. Was ist jetzt passiert? Ist jetzt tatsächlich eine... Wow, wow! Ich bin einfach ins Weltall rausgelaufen. Ich habe gerade einen Dock aufgemacht, scheinbar. Wow. Das ist cool. Also sowas finde ich halt immer genial, wenn es wirklich so nahtlos... Und du gehst jetzt einfach ins Weltall raus, so... Denkst du so, komisch, müssten das Sterne sein? Und dann auf einmal so... Wow. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh Gott. Gravitation. Sehr gut. Da unten ist eine Tür, so wenn ich das richtig sehe. Einfach mal alle Türen aufmachen. Ich traue mich mal zu springen. War mittelprächtig, würde ich sagen. Aber ich scheine noch zu leben. So.
Oh, ich hätte die Gravitation vielleicht vorher ausschalten sollen. Wenn das jetzt keine Tür ist, komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr raus. Es ist zum Glück ein Wartungsgang. Und es ist natürlich mal wieder. Wie sollte es anders sein? Gravitation. The fucky fuck, ey. Also die Station ist echt der Hammer. Das ist wirklich gut gemacht, also kann man nichts sagen. Es ist super laggy gerade, also richtig super laggy, aber es ist wirklich gut gemacht. Und ich würde sagen, ich gebe jetzt mal Gas nach oben, damit wir uns einfach mal diese Station im Überblick angucken können. Und ich denke, das ist ein guter Ausstieg heute, um es darauf beruhen zu lassen, erstmal für einen ersten Blick nach Helion rein. Also alle von euch, die jetzt neugierig geworden sind, das ist Helion und ich bin mir ziemlich sicher, da kann man noch mehr machen und irgendwie kriegt man bestimmt auch dieses Schiff ans Laufen und bestimmt kann man auch irgendwie warpen. Ich werde mir da, glaube ich, mal ein paar Let's Plays von anderen Leuten, die sich das schon tiefer angeguckt haben, zu reinziehen. Und morgen gibt es einen KSP-Stream. Ich überlege noch, ob ich Hardcore Kerbal oder Hardcore Colonization mache und Sonntag gibt es dann jeweils das andere, das, was ich morgen nicht mache. Also morgen, ich denke mal so gegen 20:30 Uhr, ganz normal, sehen wir uns entweder auf YouTube oder auf Twitch. Dazu schreibe ich aber noch was auf Twitter und auch im Discord. In diesem Sinne würde ich sagen, für heute vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch geschockt hat, holt euch Helion, guckt mal rein und vielleicht sieht man sich ja auch mal gemeinsam auf einem Server. In diesem Sinne, mein Name ist Robert und Tschüss.